Franz Mayer, 86 Jahre, und Josef Weibel, 65, kehren noch einmal in ihre längst vergangene Arbeitswelt zurück. Für den Fotografen Christian Heumader. Jahrzehnte ist es her, dass sie den letzten Baum mit der Handsäge fällten. Ein bisschen leicht schieben, der andere ziehen. Wenn ich ziehe und ein bisschen schiebe. Ja. Der Hindelanger Christian Heumader will erfahren, wie es war, das Leben der Holzer, der Allgäuer Waldarbeiter in den Alpen. Der Hauptantrieb ist wahrscheinlich, zu versuchen, das noch in einer Art zu dokumentieren, dass auch eine zukünftige Generation noch so eine Ahnung kriegt, was war da eigentlich. Es sind ja alte Männer, aber irgendwie einfach die Freude, die die haben, wenn sie das noch mal so probieren können, ob es noch geht. Ja, ist schön, ist richtig toll. Ohne Schutzkleidung, so arbeiteten Franz Mayer und Josef Weibel ihr Leben lang. Und selbst der magerste Holzer hatte eine Mordskraft und Abenteuerlust. Für sein Buch hat Christian Heumader nicht nur selbst fotografiert. Er hat in dreijähriger intensiver Arbeit viele Bilder aus Allgäuer Stuben und Dachböden zusammengetragen. Der Startschuss waren ein paar so Bilder, die ich gekriegt habe. Unter anderem dieses da oder dieses da, wo man einfach sieht, was für gewaltige Bäume die Menschen da vor 100 Jahren umgesägt haben, ohne jede Technik. Alles mit Handarbeit. Das fand ich einfach unglaublich. Und deshalb sucht Christian Heumader auch die Geschichten hinter den Bildern. Im Gunzesrieder Tal hat Franz Mayer sein Zuhause. Josef Weibel ist sein Nachbar. Spannen wir mal nochmal, Franz, da, dass wir das nochmal. Jeder Holzer hatte seine eigene Säge. Und die von Franz Mayer ist nach 60 Jahren immer noch wie neu. Das ist wie der Pfarrer in der Kirche mit der Hostie. Das hat er aufgepasst. Wie der Pfarrer in der Kirche mit der Hostie. So vorsichtig ist man mit der Säge umgegangen. Für den guten Schnitt der Hobelzahnsäge musste der Winkel haargenau stimmen. Franz Mayer hat das immer noch im Gefühl. Und ruhig bleiben. Ruhig. Jawohl. Das ist der Wurf zum Schlittenzieher. Den hat man den ganzen Tag gekriegt. Das ist Franz Mayer in jungen Jahren. Die im Herbst gefällten Bäume mussten im Winter ins Tal gebracht werden. Der Aufstieg dauerte 2 Stunden. Schon der Schlitten wog 1,5 Zentner. Bezahlt wurde nach Akkord. Und ein guter Holzer schaffte an die 500 Mark im Monat. Dann Abfahrt mit 2 Tonnen im Kreuz. Hinten ließ man die Bäume schleifen, das nahm etwas die Wucht. Trotzdem fuhren immer 2 mit, der Schlittler und der Tod. Wenn jetzt da einer abgerutscht ist und es hat ihm den Fuß unter die Kurve nicht gezogen, dann war er verloren. Weil dann hat ihn der Schlitten praktisch über, den hat's unter nicht gezogen. Der Schlitten ist über den drüber und ich wäre schlecht. Der war im Normalfall war der einfach hey, ja, der war tot. Wir haben Glück gehabt. Angst hatte ich sowieso, wenn er heute haben dürfen. Ängstlich. Das hat der Bücher gar nicht angefangen. Einer, wo noch nie umgeworfen hat, ist noch nie gefahren, hieß es. Wenn die Waldarbeiter im Holz waren, wurde Franz Mayers Ehefrau Froni immer Angst und Bang, wenn sie einen Sanitätswagen fahren hörte. Da, wenn der Sanitätswagen vier gefahren ist, dann denkt die Uhr am hoffenden Hit. Ja, aber viel Angst geht. Da war ich schon froh, wenn er da angekommen ist. Das ist immer schön wie am Freitag. Mit seinen Fotos setzt Christian Heumader Franz Mayer
Sepp Weibel und vielen anderen Holzern der Allgäuer Berge ein Denkmal. Es gibt viele alteingesessene Allgäuer, die gezeichnet sind von ihrem Leben, die ganz harte Gesichter haben, ganz verwitterte Gesichter haben, aber in sich eine Freude und eine Lebenslust. Es ist grandios, sowas begeistert mich. Wir fahren jetzt zu Dornachs. Der Hans Dornach war einer der letzten, der mit Ross und Schlitten noch Holz aus dem Gebirge geholt hat, zusammen mit zwei anderen. Die drei, die waren gewissermaßen eine Legende im Allgäu, weil die das bis fast 2000 betrieben haben. Der Hof von Hans Dornach liegt in der Nähe von Oberstdorf, in der Oib bei Tiefenbach. Hä? Wo ist der Hans? Hey! Da ist er. Hans, grüß dich Gott. Oh, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Holmaner. Hock nur hinten. Ja. Während Hans Dornach im Holz war, kümmerte sich seine Frau Cornelia um Haus, Hof und fünf Kinder. Conny, hast du die Bilder gefunden? Wohl, ich habe sie hergerichtet. Die habe ich da in der Kuvert. Ah, jetzt auch. Jetzt schaue ich, hoffe, sie nicht so treppas. Aber so wie du mir das expliziert hast. Wunderbar. Kind. Was haben wir denn da? Das ist von Klaus Lucki und der Bartel. Der ist leider schon gestorben und das bin ich. Wir haben also 30 Jahre miteinander geführwerkt, gell? Wir waren wirklich einmalige Ding war das, gell? Die Männer schaufelten ihre Wege selbst. Bei zu viel oder zu wenig Schnee brachte man keinen einzigen Stamm ins Lager. Diese Archivbilder zeigen die drei Tiefenbacher vor etwa 25 Jahren. Das ist Hans Dornach damals. Passte das Wetter, arbeiteten alle mit Volldampf. Denn Lohn berechnete sich nach heimgebrachten Stämmen, nicht nach Arbeitszeit. Beinahe ein Husarenritt, besonders wenn die Bahn gefroren war. Also da sind die Risse drin, haben ja, so Piersphäre und dann ist bei danach. Da die Winde zu und ab die Post. Da ist manchmal, hat man denkst, ein Stoßgewertler da. Da hast du gedacht, das mal, wenn es lernt, Gott Johann. Was das für eine Kraft ist, was das für eine Gewalt ist. Und das ist ja. Dass das ein Ross und ein Mann miteinander in allem Ding so beherrscht, das ist faszinierend gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Wenn du ein gutes Ross gehabt hast, dann ist schon nichts gewesen, oder? Und wenn du halt ein gutes Ross gehabt hast, das war halt ein Stolz und ein Ding, das man halt nicht mehr erzählen kann, halt, oder? Der Stolz aufs Ross ist geblieben. Nur, dass Hans Dornach statt Holz heute Touristen kutschiert. Die mag ich schon besonders gern. Das ist der Gustl. Und wer ist das? Das ist der Schorschl. Der Schorschl? Der ist 6 Jahre. Zwei Rösser und ein paar Rinder. Die Dornachs haben ihre Landwirtschaft nie vergrößert. Dazu hätte Hans die Freiheit des Waldarbeiterdaseins aufgeben müssen, bei dem er oft von Sonntagabend bis zum Samstag nicht auf dem Hof war. Rindenkobel waren ganz früher vorübergehend angelegte Schutzunterkünfte. Komfortabler war die richtige Hütte. In einem Raum wurde gekocht, geschafkopft und geschlafen. Abends, wenn man mit Kochen fertig hat, ein paar Runden um den Herd halt das Zeug aufgehängt. Oder? Jeder Tosa und Hemder und eine Trostdecke. Socken. Und Socken. Und Schuhe. Nein, Schuhe. Ja, und wenn es nachher noch kein Spatz oder so, ja, passt es. Noch kein Spatz. König abgeschmolzen. Zwiebeln. Mit Zwiebeln. Ja. Das heißt, da war ein guter Geruch drin. Ah, ganz gut. Also. Holzer mit Übergewicht hatten Seltenheitswert. Schmalhans war aber keineswegs Küchenmeister. Oft hatten die Ehefrauen vorgekocht oder es gab Kässpatzen, Kartoffelmus oder Schmarren. Aus Eier, Mehl, Milch, Salz und Schmalz wird eine Holzer kratzert. Das sind die Holzer auf der Hütte gekocht. Hans, du warst nicht so der Koch, oder? Nein, nein. Ich lieber gegessen. Koch war stets sein Kamerad Luki Vogler. Ja, Hans Dornach kümmerte sich um die Pferde.
Deshalb führt seine Frau uns und Christian Hollmader in die Hüttenkochkunst ein. Ob es Teichspatzen waren oder gerührte Erdäpfel oder ein Kratzat, der hat man auch aus der Pfanne gegessen. In den Teller geschöpft, oder? Und das ist halt sauer und so. Und für das A und O durfte man im Teig nicht an Schmalz sparen, damit die Holzerkratzat nicht trocken wurde. Und vor allem, weil die Männer ja Kraft brauchten. Mit der Zeit wurde es unrentabel, Bäume zu entrinden. Doch die Pferde konnten nur glatte Stämme bewegen. 1998 war dann Schluss mit der Arbeit als Bommer, als Baumer, wie die Holzfuhrleute mit Ross im Allgäu heißen. Hans Dornach wurde bis zur Rente Forstangestellter in Oberstdorf. Die Technik hat die Arbeit in den Allgäuer Bergwäldern verändert. Die Kettensäge war eine Revolution. Und doch genügt sie heutigem Gewinnstreben längst nicht mehr. Trotzdem weiß Christian Hollmader noch welche, die den umgekehrten Weg gehen. Wir fahren jetzt zum Bernhard Hage, der ist ja Anfang 30. Ja, der hat das erstaunlicherweise wieder angefangen, die Holzrückung mit Pferd. Bernhard Hage aus Untermeiselstein hat seinen Maurerberuf an den Nagel gehängt, um mit seinem süddeutschen Kaltblut Moritz ins Holz zu gehen. Ein ruhiges und ausgeglichenes Pferd, so wie er es für die Waldarbeit benötigt. Das ist eine Beziehung. Das gefällt mir so gut. Das ist wie ein Kollege. Die Gutsverwaltung Rauenfels hat Bernhard Hage mit dem Holzrücken beauftragt. Christian Hollmader ist beeindruckt von Bernhard Hages Ehrgeiz. Alles Nostalgie? Da steckt schon auch noch was anderes dahinter. Nämlich? Ja, man ist mit dem Pferd halt viel flexibler als mit der Maschine. Man braucht nicht überall Rückegassen. Viel weniger Bodenverdichtung. Man schützt den Bestand, der noch stehen bleibt, wird weniger beschädigt. Also es ist nicht nur Nostalgie. Es hat schon seine Berechtigung. So gesehen kann das Ross sogar wirtschaftlicher sein als die Maschine. Man muss ja auch ein Gespür haben für so einen Burschen. Also, das hat ja lange nicht jeder. Also mit einem Rossumgang, das kennen halt auch bloß ganz bestimmte. Aber Bernhard Hage braucht mehr Auftraggeber, um von seiner Art der Waldarbeit leben zu können. Ja, wir hoffen beide, dass sich das wieder ein bisschen durchsetzt, gell? Ja, man muss halt das ganze Waldgeschäft auch ein bisschen auf längerfristig sehen. Nicht bloß der Moment. Die nächste Generation will ja auch noch einen Wald. Ja. Und nicht bloß ein Klump. Christian Hollmader bleiben sie ein Anliegen. Das Holz und die Holzer.